Binnenmarkt, Single Market, Marché Intérieur, Binnenmarkt, Binnenmarkt. Das Wort Binnenmarkt ist eines der wichtigsten Worte im Zusammenhang mit der EU. Wir alle sind dauernd vom Binnenmarkt betroffen, denn wir leben in ihm. Aber was ist überhaupt ein Binnenmarkt? Der Binnenmarkt ist ein Herzstück der EU. Die EU ist wie ein großer Marktplatz. Der Binnenmarkt ist der Name für den Wirtschaftsraum, den alle Mitgliedstaaten der EU bilden. Binnenmarkt, das bedeutet, zwischen allen Mitgliedstaaten funktioniert das Wirtschaftsgeschehen genauso wie innerhalb eines Mitgliedstaates. Das heißt, wenn ich mit meinem österreichischen Unternehmen in Lettland oder Portugal etwas verkaufen möchte, kann ich das genauso wie eine lettische oder portugiesische Firma machen? Genau, es gelten die gleichen Regeln. Im Binnenmarkt gelten die sogenannten vier Freiheiten. Das sind die Freiheit der Waren, der Dienstleistungen, des Kapitals und von Personen. Konkret heißt das, Waren werden innerhalb der EU frei gehandelt, es gibt keine Zölle. Die VerbraucherInnen entscheiden, was sie haben wollen. Der Binnenmarkt ist ein freier Markt und das Ziel ist, dass ein fairer Wettbewerb für alle herrscht. Dafür braucht es Wettbewerbsregeln. Unternehmen müssen andere Unternehmen, aber auch KonsumentInnen, fair behandeln. Unternehmen dürfen zum Beispiel kein Monopol bilden, also nicht alle anderen Konkurrenzfirmen aufkaufen, bis nur sie selbst übrig bleiben und alleine den Preis bestimmen können. Konkurrenzunternehmen dürfen ihre Preise auch nicht absprechen. Dann sind nämlich VerbraucherInnen diejenigen, die einen überhöhten Preis zahlen müssen. Und was passiert, wenn sich ein Unternehmen nicht an die Regeln hält? Die Europäische Union verhängt hohe Strafen, wenn sie Kartellabsprachen auf die Schliche kommt. Egal, ob es gegen europäische oder andere Unternehmen geht. Bei den Verfahren gegen große Konzerne geht es häufig um Verstöße der Wettbewerbsregeln. Wenn ein Unternehmen deshalb eine Strafe von der EU-Kommission bekommt, kann es sich vor den Gerichten der EU verteidigen. Wenn die Gerichte die Strafe bestätigen, muss gezahlt werden. Das Geld aus den Strafen fließt übrigens ins EU-Budget. Und damit kann die EU ihre eigenen Projekte finanzieren.